Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Heute ist Ostersonntag. Gelegenheit wieder einmal zu einem ausführlichen Gespräch mit Peter Hane. Zu einem munteren Ostereier suchen. Wo finden wir gute und wo finden wir faule Ostereier? Und vor allem, wer hat uns die dann ins Nest gelegt? Zunächst gilt es von einem einmaligen Sensationserfolg zu berichten. Peter Hane ist mit seinem neuen Buch »Ist das euer Ernst?« auf Anhieb auf Platz 1 auf allen Bestsellerlisten gelandet. Und dort heute genau ist er zum 5. Mal und das schafft kaum jemand. Erst recht keiner, den man als konservativen Christen benennt. Peter Hanes Geheimnis, er redet Klartext und auch jetzt hier bei uns. Peter Hane, zunächst mal frohe Ostern. Kann man denn das eigentlich noch überhaupt sagen? Naja, also frohe Ostern sage ich erstmal an Sie, lieber Holger Douglas, und an unsere Hörer. Ja, man fragt sich ja, kann man sich heute noch freuen bei dieser Lage, bei diesen Meldungen, die ja inzwischen nicht täglich, sondern gerade stündlich kommen, was da an Horror kommt. Aber ich setze jetzt mal dagegen, nicht nur, weil ich Berufsoptimist bin, ich bin Realist und sage, ja, wir können uns freuen. Wir haben, und das kann man doch in diesen Stunden sagen, in vielen Fragen, bei Corona sogar in allem, Recht behalten. Ich denke mal zurück, 4 Jahre ist das ja schon her. Und genau vor 4 Jahren an Ostern habe ich gefordert, man soll die Kirchen auflassen. Sie erinnern sich, damals der erste Lockdown und Merkel und alle gingen vorweg und sagten, jetzt müssen die Kirchen geschlossen werden, keine Ostergottesdienste mehr. Ich habe gesagt, Kirchen auflassen. Mit dieser Forderung kam ich ins Mittagsmagazin von ARD und ZDF mit einem Interview und ein Ausschnitt wurde sogar in der Tagesschau gesendet. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, damals konnte man noch offen diskutieren. Wenige Wochen später war ja schon die Diskussion darüber, ob Lockdown sinnvoll ist oder nicht, verboten. Und heute können wir doch sagen, nach 4 Jahren, wir haben Recht behalten. Wir lagen total richtig. Wenn ich jetzt dieses ganze Theater mit den Protokollen des Robert-Koch-Institutes sehe, mit diesen geschwärzten Stellen, das heißt, die Ideologie hat gesiegt über den Verstand im Endeffekt, über die Wissenschaft. Wir haben es doch vom ersten Tag an gesagt. Und deswegen, ich hoffe, dass uns Roland Tichy zuhört und all die wunderbaren Autoren von Tichys Einblick. Wir können stolz sein, selbstbewusst sollten wir das mal sagen. Und jetzt sehen wir doch das Schweigekartell der Altparteien. Das ist für mich das schönste Ostergeschenk. Also ich will es mal so sagen, das ist der Beweis, dass das Grab der Argumente und der Ideologien leer ist, absolut leer ist, wie das Grab von Jesus vor 2000 Jahren. Die packt jetzt die Panik. Damals bei den Jüngern, ich mache nochmal einen Vergleich zu dem historischen Ostern, die gehen zum Grab, wollen gucken, ob Jesus da noch liegt nach der Kreuzigung und der Leib Jesu ist plötzlich weg, also auferstanden. Da kann ich nur sagen, denen schwimmen jetzt die Wähler davon. Sie merken doch, dass sie Unrecht haben und versuchen jetzt, nehmen wir mal nur diese Protokolle, das zu verniedlichen oder zu verschweigen oder an die Seite zu spielen und zu überspielen. Aber die Wahrheit lässt sich nicht töten. Also in diesen Stunden, gerade jetzt Ostern, erleben wir doch Schlag auf Schlag, wie die Wahrheit aufersteht aus den Gräbern der Partei- und Regierungszentralen. Diese riesige Corona-Wannsee-Konferenz, anders kann man das doch nicht nennen, was da bei dem Robert-Koch-Institut passiert ist. Und eine ganze Nation musste 4 Jahre darunter leiden. Das war eine riesige Wannsee-Konferenz. Und die fliegt den Altparteien jetzt um die Ohren. Ich kann nur sagen, Holger Douglas, was für ein Osterfest. Und es ist doch wie bei der Ostereiersuche. Jetzt finden wir ein leckeres Ei nach dem anderen, wo sich zeigt, die Verschwörungstheorien von gestern,
sind die Wahrheiten von heute. Schöner Vergleich, lieber Peter Hane. Ja, lassen Sie uns doch mal auf die Ostereiersuche gehen. Was finden wir denn da sonst noch alles? Ich sehe allerdings ein ziemlich faules Osterei, das uns die Grünen ins Nest gelegt haben. Ab morgen sollen in Nordrhein-Westfalen und in der Lausitz Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und alle Institute beklagen einen dramatischen Niedergang der Wirtschaft, weil keine Energie mehr da ist. Also das ist ja einfach nur irre. Das ist ja ein Punkt, den Sie zu Recht ansprechen. Wobei ich bei den Grünen immer ein bisschen vorsichtig wäre, denn erinnern Sie sich an den Atomausstieg, den wir ja jetzt nun hinter uns haben. Da drohte ein Söder sogar mit Rücktritt, also nach dem Motto, wenn die nicht sofort abgeschaltet werden, trete ich zurück. Das war nach Fukushima. Und deshalb wundern mich, ich sag mal, ein paar Ostereier, die man uns so ins Nest legt, die wundern mich nicht. Und zwar nicht nur von Seiten der Ampel. Das muss man alles mal sehen. Also vielleicht wird ja mein Spruch, den ich glaube bei Ihnen im Radio, im Tichiswecker mal gesagt habe, dass die Ampel eigentlich nur ein Sahnehäubchen auf das ist, was wir 16 Jahre mit CDU und CSU erlebt haben. Also jetzt heißt es plötzlich von März, inzwischen sogar von Wolfgang Bosbach, ja, wir wollen eine Koalition mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl. Das ist für mich ein faules Ei, um mit Ihren Worten zu sprechen. Die Innenminister beklagen in diesen Tagen die Zunahme der Ausländerkriminalität. Aber das haben diese Innenminister doch selbst durch die offenen Grenzen geschaffen. Also nur ein Beispiel, der sächsische Innenminister Schuster saß bei mir noch vor Jahren, also 2015, als die Grenzen geöffnet wurden, bei mir in der Sendung und sagte als Experte, er ist selbst Bundespolizist, natürlich kann man die Grenzen schließen und man sollte die Grenzen auch schließen. Dann wurde er Innenminister in Sachsen, hielt seinen Mund und ließ alle kommen. Und jetzt beklagen dieselben Minister von der CDU, die die Grenzen offen gelassen haben, vor allem Hermann von der CSU, ja, dass wir die große Kriminalität haben. Nehmen wir ein anderes faules Osterei. Lauterbach nennt doch die Kritik an diesen Akten, diesen Geschwärzten vom Robert-Koch-Institut, also die Kritik und die Enthüllung dieser Akten, das sei ein Einfluss ausländischer Dienste. Also Entschuldigung, der Mann muss doch unter Cannabis stehen oder unter irgendwas. Man kann doch nicht ernsthaft behaupten, dass diese Protokolle, die vom Koch-Institut selbst geschrieben worden sind, ja, die Enthüllung ist jetzt, weil ausländische Dienste, also wahrscheinlich Putin persönlich, da Einfluss genommen haben. Das andere Osterei, und das lässt mich nicht los, da wird eine Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern von uniformierten Polizisten abgeführt aus der Schulklasse, weil sie so ein paar lächerliche AfD-Schlümpfe verlinkt hat. Das ist doch Wahnsinn. Und wo wir bei Kindern sind, jetzt sagt doch die Bildungsministerin, Kinder sollen kriegstüchtig gemacht werden. Also man soll an den Schulen die Kinder jetzt lehren, es könnte ja Krieg kommen und Putin könnte kommen und was man da macht. Ich könnte jetzt ein Beispiel nach dem anderen nehmen, aber jetzt nehme ich noch mal ein Ei, das belustigt mich allerdings total. Der Stern schreibt gerade, dass die Leser meines neuen Buches allesamt bekloppt sind. Und da ja viele unserer Hörer jetzt auch dazugehören, kann ich Ihnen nur zu Ostern grüßen und wünschen, Sie sind alle bekloppt. Dazu erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Peter Hane. Jetzt haben wir also ein gutes Osterei gefunden. Vom ersten Tag an mit Ihrem neuen Buch auf den Bestsellerlisten. Und das muss man erst einmal schaffen. Ja, aber jetzt grätsch ich da mal schnell ein. Wenn ich einen Glückwunsch entgegenbringen muss, dann ist es Ihnen,
lieber Holger Douglas, ganz persönlich, nämlich mit Tichys Morgenwecker. Es gibt ja jetzt ganz brandaktuell die Podcast-Charts, also die News-Podcasts, die Nachrichten-Podcasts, die Hitliste, ganz neu. Da ist Tichys Morgenwecker, ihre Sendung, auf Platz 14. Da kann man jetzt erschüttert sein, wie 14. Die 13 Plätze vorher sind alles, ja, wie soll ich sagen, Altmedien, also von ZDF über die Zeit und so weiter. Das erste Alternativmedium, was auf dieser Hitliste steht, ist Ihre Sendung. Und dazu kann ich erstmal ganz, ganz herzlich gratulieren. Sie liegen übrigens nur einen Platz, das muss man sich vorstellen, hinter dem Spiegel, der mal ganz mächtig war auf diesem Sektor, der hat mal gerade in den letzten Monaten 5 Plätze verloren und ist jetzt auf 13, Sie sind auf 14. Also mir fällt ein, wir waren ja beide mal beim ZDF und da gab es ja von Dieter Thomas Heck die Hitparade. Und eine seiner Mitarbeiterinnen, wenn die mir so entgegenkam, da auf dem Lerchenberg in der Kantine oder so, und ich sag, wen habt ihr denn heute in der Sendung? Ja, wir haben den Schlagersänger XY, der ist ganz obbe in the Charts. Also die sprach so mänzerisch. Die ist obbe in the Charts. Jetzt rufe ich Ihnen erstmal zu mit herzlichem Glückwunsch. Sie sind obbe in the Charts. Dazu mein Glückwunsch. Und wissen Sie, das ist doch, wenn ich jetzt an meine bekloppten Leser da denke, laut Stern, die das geschrieben haben, die behaupten ja sogar, ich könnte Wunder tun. Also ich sei als alter weißer Mann schon geboren und das zweite Wunder, meine Leser sind bekloppt. Da kann ich nur antworten, also Sie haben das Wunder fertiggebracht, uns irgendwelchen Dreck als echte Tagebücher von Hitler zu verkaufen. Und jetzt kommen wir mal zu Ihrer Hitliste. Die haben das Wunder fertiggebracht, in 20 Jahren 78% ihrer Auflage zu verlieren. Also während sie mit dem Wecker nach oben gehen, versinken die im Nichts. Also das ist für mich alles ein wunderschönes Osterei. Vielen Dank für die Blumen, lieber Peter Hane. Das freut mich natürlich sehr. Doch neben dem schönen, bunten Osterei finden wir leider ziemlich viele faule Ostereier. Eins haben die Grünen gerade ins Nest gelegt, beziehungsweise die CDU. Die Grünen ruinieren also gerade unser Land und die werden zum Idealkoalitionskandidaten erklärt von der CDU. Können Sie sich das erklären? Also ich begreife das nicht mehr. Also das passt ja eigentlich zu Ostern, nicht? Wiederauferstehung. Jetzt haben wir eine Wiederauferstehung dieser schwarz-grünen Fantasien. Das gab's ja alles schon mal, als die Grünen noch nicht ganz so schrecklich waren. Aber wer hätte denn das gedacht? Die Grünen ruinieren gerade unser Land und jetzt sagt ein Friedrich Merz ganz klar, mit den Grünen kann ich regieren und will ich auch regieren. Doch jetzt muss man sich vorstellen, die Grünen ruinieren gerade das Land vor unseren Augen. Die Menschen haben Panik, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten, dass sie ihre Mieten bezahlen können, dass sie die Energiekosten tragen können und. Alles von den Grünen mit verursacht. Und jetzt werden sie plötzlich von Herrn Merz persönlich zum Idealkandidaten für eine Koalition nach der nächsten Bundestagswahl erklärt. Und auch mein alter Freund Wolfgang Busbach, der plötzlich sagt, ja, ihr hättet gar nichts gegen die Grünen. Man glaubt das alles nicht mehr. Ich kann nur sagen, für mich ist ein Signal, und Tichys Einblick hat das ja exklusiv Karfreitag gebracht, dass eine bewährte, seit 20 Jahren in Düsseldorf an vorderster Front agierende CDU-Bundestagsabgeordnete, nämlich Silvia Prantl, ausgetreten ist aus der Partei, Knall auf Fall.
Und sie sagt, sie kann, ich sag mal mit meinen Worten, die Vergrünung der CDU nicht mehr mitmachen. Der letzte Höhepunkt war doch diese Cannabis-Entscheidung. Da frage ich mich, die CDU und vor allem die CSU hätten ganz klar sagen müssen, wir machen da nicht mit. Stattdessen haben sie sich, weil sie Angst haben vor Neuwahlen in den jeweiligen Ländern, wo sie ja mit Grünen oder der SPD koalieren, haben sich der Stimme enthalten. Und Frau Panzel sagt, nein, das mache ich nicht mit. Ich kann immer nur sagen, die wahre CDU erkennt man ja bei mir in Berlin. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Da sagt eben nicht eine durchgeknallte Claudia Roth oder eine ahnungslose Baerbock oder dahin plappernde Ricarda Lang. Nein, da sagt der CDU-regierende Bürgermeister Wegner, ein männlicher Flüchtling, der sich als Frau versteht, darf nicht abgeschoben werden. Also man packt sich doch nur noch an den Kopf. Und dieser Bürgermeister eröffnet am liebsten Lesben- und Schwulenhäuser oder eröffnet irgendwelche Regenbogenfeste. Von Familienpolitik oder sowas habe ich noch nie was von diesem Mann gehört. Damit übertrifft man ja sogar die rot-grüne Vorgängerregierung. Also man flutet jetzt gerade Berlin mit Afghanen, afghanischen Flüchtlingen. 7.000 sind bereits auf dem alten Flughafen Tegel. Eine Parallelgesellschaft, in der die Kriminalität nur so blüht. Und zur gleichen Zeit lässt man alte Menschen, Rentner, im Müll nach Flaschen suchen. Übrigens ganz ähnlich im CDU-regierten Nordrhein-Westfalen. Das ist ja fast schon zum Kalifat geworden. Jetzt schreien die Innenminister, Ausländerkriminalität ist noch nie so hoch gewesen wie jetzt. Und vor allem in Nordrhein-Westfalen. Und gleichzeitig will man mit den Grünen koalieren. Und deshalb, es tut mir leid, kurz gefasst kann ich nur sagen, wer künftig die CDU wählt, wählt dunkelgrün. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Legen Sie uns da nicht ein Ei ins Nest, lieber Peter Hane? Es gibt doch genügend Unionsleute, die dagegen stehen, wie Söder und seine CSU. Naja, also da stachen Sie mich ja geradezu an und provozieren mich. Nein, nein. Also ich nur mal Stichwort Söder. Das ist doch ein fleischgewordener Opportunist auf zwei Beinen. Also denken Sie an die Klimakrise, wo er diesen Greta-Jüngern da entgegenkam auf der Zugspitze und sich anbietet, ich bin der Markus und was ihr macht, ist gut. Die Abschaltung der Kernkraftwerke ist auch Herrn Söder mit zu verdanken, der ja sogar damals als Finanzminister sagte, ich trete zurück, wenn nicht sofort abgeschaltet wird. Oder jetzt nehmen wir mal passend zum Karfreitag, der hinter uns liegt. Söder hat im Wahlkampf erklärt, ich will Kreuze aufhängen. Überall müssen Kreuze hin. Nach der Wahl sagt er plötzlich, also das bereue ich eigentlich, das würde ich nicht mehr so wieder fordern, weil Bayern ist ja ein liberales Land. Ja, und jetzt hängt der Regenbogenfahnen auf, überall Regenbogenfahnen, auch auf der Staatskanzlei. Wissen Sie, es gibt Politiker, die würden ihre Oma verkaufen, um an der Macht zu bleiben. Und selbst, ich habe es eben schon mal angerissen, mein Freund Wolfgang Bosbach, den ich sehr schätze, auch er will jetzt mit den Grünen koalieren. Und wörtlich sagt er, weil er Angst hat vor Alice Weidel. Also, es ist ja alles lächerlich. Ich habe Angst vor den antisemitischen Veranstaltungen von Claudia Roth. Also nehmen wir die Documenta oder die Berlinale. Ich habe Angst vor den grünen Gender-Hirngespinsten. Ich habe auch Angst vor der systematischen Zerstörung unserer Kultur, dass man Bücher umschreiben will, Kinderbücher, aber auch Erwachsenenbücher, dass man keine Bibel mehr am Berliner Schloss haben will. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich an Ostern über die Zunge zergehen lassen. Das ist alles auf dem Mist der Grünen gewachsen. Und die CDU und die CSU widersprechen überhaupt gar nicht. Sie wollen mit denen
koalieren. Und jetzt erklärt ja gerade vor ein paar Tagen diese großartige Frau Göring-Eckardt, man solle bitte die Corona-Aufklärung nicht missbrauchen, weil das nur den Rechten dient. Bitte einmal überlegen, wir sollen jetzt die Akten schließen und so tun, als wäre nie was gewesen, weil das vielleicht den Rechten, wer auch immer das sei, dienen könnte. Übrigens, ich will zu Göring-Eckardt nochmal sagen, das ist doch diese Frau, die uns erklärt hat, jeder Migrant, der kommt, jeder Flüchtling, ist eine bunte Bereicherung für Deutschland. Es kommen ja nur Facharbeiter und nur Ärzte. Und Sie haben ja eben mein neues Buch gesprochen. Ich habe bewusst ein ganzes Kapitel geschrieben, was ich bisher immer vertraulich gehalten habe. Aber ich bin damals, 2015 war ich ja noch voll im Saft beim ZDF, zu x Hintergrundgesprächen eingeladen worden, bei Merkel sowieso, aber dann beim BDI, also Bundesverband Industrie, und BDA, bei den Arbeitgebern. Und ich weiß es noch und ich zitiere im Buch die damaligen Chefs, wie zum Beispiel ein Mercedes-Chef damals gesagt hat, oh, wir dürfen hier bloß keine Grenzen zumachen, bloß nicht, sondern jetzt kommen die Facharbeiter, die uns helfen, weil wir ja zu wenig ausgebildete Leute hier in Deutschland haben, die haben das idealisiert. Und was haben wir, lieber Holger Douglas und Sie als Wirtschaftsfachmann, berichten doch darüber bei Tichys Einblick oder in Ihrem Morgenwecker immer wieder. Was haben wir denn jetzt? Die Entlassungen bei Vodafone, die Massenentlassungen bei Miele. Aber ich will das fast nicht aufmachen. Sie haben ja gefragt nach Schwarz-Grün und da werden Sie jetzt lachen. Hm. Das alles, diese Fantasien von CDU und CSU, was die Grünen angeht, das passt inzwischen bestens zusammen. Also, vor ein paar Tagen hat die stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU, die Bildungsministerin, das ist ja noch der Witz von Schleswig-Holstein, Karin Prien, Folgendes getwittert. Und jetzt kann man nur die Ohren anlegen und es nachher noch dreimal wiederholen, damit man es nie vergisst. Sie hat getwittert, die Kategorien Mann und Frau bilden eine Art Rahmen, innerhalb dessen vielfältige Ausprägungen von Geschlechtlichkeit möglich sind. Sowohl genetisch, anatomisch und hormonell, als auch psychologisch und sozial. Also, die Kategorien Mann und Frau bilden nur einen Rahmen. Und dazwischen kann alles Mögliche noch sein. Das sagt nicht irgendein durchgeknallter Grüner, das sagt die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU vor wenigen Tagen. Und da kann ich, Entschuldigung, aber wir haben ja Ostern, deswegen halte ich mich zurück. Bei dem, was sie da psychologisch nennt, kann ich nur sagen, vielleicht ist sie selber dann ein Fall dafür. Also ich begreife das alles nicht mehr. Also eher ein faules Osterei haben wir gefunden hier. Würden Sie sagen, lieber eine Brandmauer zu den Grünen als zur AfD? Na, ich will gar keine Brandmauer. Lieber Holger Douglas, wir haben ja Ostern und Jesus hat an Gründonnerstag, also beim letzten Abendmahl und bei der Einsetzung des Abendmahls, wie wir es ja heute 2000 Jahre später noch feiern. Jesus hat an Gründonnerstag mit seinem Verräter Judas Abendmahl gefeiert. An dem Tisch saß auch sein Verleugner, der ihn in der entscheidenden Phase verleugnet hat, nämlich Petrus. Das heißt, eine Partei mit dem C im Namen darf gar keine Brandmauer bauen. Oder sie sollte endlich das verlogene C niederlegen. In der ganzen Geschichte des Christentums, Ausgrenzung war das Letzte, was man praktiziert oder gefordert hat. Aber ist doch klar, wer braucht eine Brandmauer? Brandmauer braucht jemand, der Panik hat, dass ein Feuer zu einem Flächenbrand wird. Und
Die Union hat Panik. Sie kommen ja nicht über 30% hinaus in den Umfragen. Die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Die CDU hat nur noch 23%. Das andere ist ja die CSU in Bayern. Das heißt, die haben kaum mehr als aktuell die Umfragen der AfD. Die CSU hat Angst vor der 5%-Hürde, die es ja neuerdings gibt für den Bundestag, was Bayern angeht. Und bei der Europawahl, die haben wir ja jetzt quasi in wenigen Wochen, das könnte ein Waterloo werden für die Union. Warum? Wer CDU, CSU wählt, wählt ja Frau von der Leyen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Frau, die diesen ganzen Irrsinn des wirtschaftlichen Niedergangs, dieses ganze Theater der Korruption mit Corona und so weiter inszeniert hat, die ist doch die Spitzenkandidatin. Also deshalb hält die Bundes-CDU eisern an der Brandmauer fest. Aber es ist ja so, dass auf kommunaler Ebene längst diese Mauer gefallen ist, aktuell in Dresden. Dann habe ich in Bautzen selber erlebt, bei einer großen Kundgebung, wo ich gesprochen habe, da kommen 2500 Leute in die völlig überfüllte Stadthalle. Und die jubeln, als ich gesagt habe, die Brandmauer muss weg. Wir kennen uns doch in der Stadt untereinander. Wir wissen doch, wem wir vertrauen können. Da ist das Parteibuch doch völlig wurscht. Da geht es darum, dass wir fähige Leute in die Regierungen bekommen. Also, das ist alles nicht mehr zu fassen. Und das ist auch alles gegen den politischen Verstand, wenn man ausgrenzt oder Mauern baut. Und vor allem, es ist gegen das C, gegen das Christliche. Aber gerade die christlichen Kirchen sind doch mit langsam die größten Mauerbauer. Sie werfen ihre eigenen Pfarrer raus, weil sie für die AfD kandidieren. Oder sogar eine Frau, die Kindern in der Kita ehrenamtlich Geschichten vorliest, weil sie für die AfD ist. Und jetzt zu Ostern erklärt zum Beispiel der Hamburger Erzbischof, AfD-Politiker werden nicht mehr in die Kirche eingeladen. Ja, also gerade der, wo ihm in Hamburg die Leute weglaufen, die Mitglieder weglaufen, genauso bei den Evangelien, die sind ja noch schlimmer. Die Leute hauen ab und eine aussterbende Organisation will jetzt den Leuten vorschreiben, quasi was sie zu wählen und was sie nicht zu wählen haben. Und wissen Sie, da kann ich mich dann wirklich drüber aufregen, weil das ist doch das Gegenteil von christlich. In meiner Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus wird doch gefeiert, vor allem von Linken, als der, der mit Zöllnern und Sündern, mit Prostituierten, mit allem, was damals sozusagen in der Schmuddelecke war, sogar zusammen am Tisch gesessen hat, gesprochen hat, gegessen hat. Es ist doch Wahnsinn, dieselbe Organisation schließt jetzt aus. Also ich kann nur immer sagen, wie blöd sind die denn? Das sind doch die besten Wahlhelfer für die AfD. Da sagen die Leute also jetzt erst recht. Und ich will mal Richard von Weizsäcker, also zu dem ich ja auch meine Meinung habe, ich zitiere ihn jetzt mal positiv. Er hat gesagt, Kirchen sind nicht dazu da, Politik zu machen, sondern Politik möglich zu machen. Das heißt, eine Atmosphäre zu schaffen, in dem sich alle Meinungen und auch alle Parteien an einem runden Tisch wiederfinden. Und dort kann man auch mal offen reden, ohne gleich verunglimpft zu werden. So sah er den Auftrag der Kirchen. Aber wissen Sie, bei Corona war es doch ganz genauso. Und vor 4 Jahren, ich habe es ja eben gesagt, fing das an. Und ich war von der ersten Stunde an ganz klar positioniert dagegen, dass die Kirchen geschlossen werden. Aber es war doch so, die Kirchen waren zu, die Pfarrer sind in Deckung gegangen und die Leute, vor allem die Alten, mussten alleine sterben, ungetröstet. Also was die Kirchen sich geleistet haben, löst nur noch Verachtung aus. Sie haben Menschen sterben lassen, wie keiner seinen Hund sterben lässt. Und das, ich betone das nochmal, kein Mensch würde seinen Hund so sterben lassen.
allein und zum Schluss verscharrt, ohne dass Menschen bei der Beerdigung dabei sein durften. Wegen dieser bescheuerten Lockdowns, von denen wir heute wissen, dass das alles Lug und Trug war. Für mich ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass die ehemalige Friedenslobby, die die Kirchen und die Christen ja mal waren, ja, das sind inzwischen die größten Kriegshetzer. Wir haben uns ja sehr häufig darüber unterhalten, wie die Kirchen geschlossen werden, statt sie zu öffnen während der Lockdowns. Und das ist ja jetzt auch so ein Osterei, das jetzt die Grünen uns gelegt haben, von denen Sie anfangs sprachen. Auch die Kinder sollen jetzt an den Schulen kriegstüchtig gemacht werden. Das fordert tatsächlich eine Bundesbildungsministerin. Ja, eine Frau, ich will Ihnen da ja nicht zu nahe treten. Sie wissen wahrscheinlich auch nicht, wie die Frau heißt. Also ich weiß auch nicht, wie die heißt. Die kennt kein Mensch. Also man kennt ja nur ihre Parteikollegin. Die kommen natürlich auch von der FDP. Also ich nenne die nur Frau Flack-Rheinmetall. Die sind doch kriegsbesoffen. Das sind zwei FDP-Ministerinnen, die können gar nicht schnell genug Krieg und Kriegsrhetorik auch in die Schulen bringen. Aber auch hier muss ich mal sagen, CDU und CSU sind da ja nicht viel besser. Da gibt's diesen Herrn Kiesewetter, der will doch in der Tat Raketen nach Moskau schicken. Und es ist doch pervers. Der SPD-Kanzler muss sich jetzt gegen die CDU wehren, weil er eben keinen Taurus liefern will. Also stellen Sie sich bitte mal vor, wir haben inzwischen die wahrscheinlich 1507. Sanktion gegen Putin beschlossen und der lacht. Und währenddessen geht unsere Wirtschaft den Bach runter. Sie selber haben doch gerade berichtet vor wenigen Tagen. Alle Institute sagen, die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft geht den Bach runter. Es war doch mal, und daran erinnern wir uns doch noch als alte Journalisten, viele Jahrzehnte haben wir doch selber darüber berichtet, Diplomatie war mal das große Zauberwort in Deutschland. Und dann kam die CDU und sagt, wir schaffen die Wehrpflicht ab, wir brauchen das alles nicht mehr, wir haben doch Diplomatie, wir haben doch Frieden. Ein Herr Söder hat ganz stolz seine Fotos mit Putin getwittert, als er bei ihm im Kreml war. Aber die rechnen doch jetzt mit der Vergesslichkeit des Volkes, dass die Leute das alle vergessen haben. Und das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Das ist mein Appell an unsere Kollegen. Denn es ist die Kernaufgabe von Journalisten, dass wir gegen das Vergessen angehen. Deshalb kann ich mich nur bedanken bei Tichys Einblick oder bei Ihrem Morgenwecker. Und kein Wunder, dass Sie mit an der Spitze der Charts stehen, was die Einschaltquote angeht, der News-Podcast. Das ist doch kein Wunder, weil wir im Endeffekt doch sagen müssen, liebe Leute, vergesst nicht, was die Politiker, die uns heute den Sonnenschein versprechen, was sie damals selber angerichtet haben. Und wenn ich auf Tichys Seite klicke und die Homepage macht sich auf, da kommt ja immer gleich, wo man da anklicken soll, dass man was bezahlen soll. Das ist ja völlig richtig, wenn wir Milliarden Zwangsbezahlung haben für öffentlich-rechtlich, dann muss man auch für das, was Sie machen, beim Wecker oder auch schriftlich bezahlen. Das ist völlig richtig. Und da steht bei Tichy, das gibt es, glaube ich, nur einmal, dass da steht, ja, wir erleben einen beispiellosen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und jetzt heißt es, durch die Innenministerin Nancy Faeser, SPD, und ihren Geheimdienstchef Haldenwang, CDU. Und das ist Journalismus, das ist faktenbasierte Information. Wir dürfen bitte nicht vergessen, derjenige, der uns per Verfassungsschutz aushorchen, beobachten will, der initiiert, dass Wohnungen durchsucht werden, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, ist ein CDU-Funktionär und sonst nichts anderes. Warum wirft man den denn nicht raus aus der Partei? Maaßen hat man doch rausgeworfen. Nein, der wird gebraucht. Und genauso gilt das für die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts oder die Rundfunkräte von ARD und ZDF.
man muss immer wieder darauf hinweisen, wer da eigentlich sitzt. Und deshalb, ich bring's mal auf diese Formel. Ich weigere mich, die Union als Opposition zu bezeichnen. Sie macht nämlich überall mit. Aber ein wenig versuchen ja Friedrich Merz oder Alexander Dobrindt im Bundestag gegen die Ampel zu argumentieren. Ja, das tun sie auch. Das muss man sagen. Aber sind das nicht vielleicht alles nur Scheinkämpfe? Ich lese mir ja ab und zu mal die Protokolle der Bundestagssitzungen durch. Wenn man da die Zwischenrufe hört, gegen die AfD zum Beispiel, die lautesten kommen von der CDU. Also nehmen wir ein anderes Beispiel. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch, die weigert sich ja, einen ganz offensichtlichen Mann im Bundestag als Frau anzusprechen. Also da sitzt ja so ein Linksabgeordneter, der in Frauenkleidern da auftritt, mit Bart und allem. Und den guckt man an vom Rednerpult. Und den soll man plötzlich als Frau ansprechen. Das ist doch alles pervers. Und die Frau von Storch, tapfer wie sie ist, weigert sich. Jetzt kriegt sie ein Ordnungsgeld, ich glaube 10.000 Euro, weil das ein Verstoß gegen dieses transsexuellen Gesetz ist. Sie muss also sagen, Frau so und so. Ich will den Namen gar nicht nennen, um diese Person da nicht noch wichtig zu machen. Jetzt hat sie sich beschwert, natürlich gegen das Ordnungsgeld. Und der Ältestenrat des Bundestages hat darüber beraten. Und jetzt halten Sie sich fest, CDU und CSU stimmen für diese Strafe. Sie sind also der Meinung, dass dieses Transgender-Allotria richtig ist. Und jetzt bin ich nochmal bei dem Internetauftritt von dieser Frau Prien, die darüber fantasiert, dass ja nur Mann und Frau sind nur so ein Rahmen für das, was es sonst noch alles gibt. Und da muss ich sagen, das sind Kleinigkeiten. Aber wenn Sie, kann ich unseren Hörern nur sagen, die Meldung, ich glaube, die hat Roland Tichy selber geschrieben, zum Austritt von Silvia Pantel aus der CDU Karfreitag geschrieben hat. Da steht genau das drin, dass diese Frau sagt, ich halte diese Scheinheiligkeit nicht mehr aus. Und deshalb, natürlich gehen CDU und CSU in ihrer Rhetorik gegen die Ampel vor. Aber als die AfD beantragt hat, den Bundestag Frau Faeser rauszuschmeißen, zu entlassen, hat die Union mit der Ampel gestimmt und für den Verbleib. Und dann hat in Hessen die CDU die Wahl insofern gewonnen, als sie sich einen Koalitionspartner aussuchen konnte. Und sie haben ausgerechnet die Partei von Frau Faeser, die SPD, genommen als Koalitionspartner. Also ich kann Ihnen ehrlich sagen, für so viel Verlogenheit habe ich jedenfalls keine Worte mehr. Also für mich, tut mir leid, ich habe nur noch Verachtung. Und wie, lieber Peter Hane, bewerten Sie jetzt, wenn die Union vehement auftritt und zum Beispiel den dramatischen Anstieg der Ausländerkriminalität beklagt, ebenso wie die wirtschaftliche Talfahrt? Naja, aber das ist doch wie bei Corona. Was gestern noch Verschwörungstheorie war, ist heute plötzlich Wahrheit. Also wer sich noch vor 2 Wochen, also das ist ja gar nicht lange her, wer sich noch vor 2 Wochen aufgeregt hat über Ausländerkriminalität, ob Sie das im Wecker waren, ob das die anderen alternativen Medien, Kontrafunk und Achse des Guten und Junge Freiheit und Reitschuster und wie sie alle heißen, wer sich darüber aufgeregt hat in den alternativen Medien, war ein rechtsradikaler Hetzer. Der musste sich von Söder, CSU, bis Wüst, CDU in Nordrhein-Westfalen als rechtsradikaler Hetzer bezeichnen lassen. Und jetzt überrollt uns plötzlich die Faktenlage, dass man zugeben muss, ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen, in Berlin hat man jetzt vor 2, 3 Tagen offen zugegeben, die Mehrheit der Kriminalität ist bereits Ausländerkriminalität. Und wenn ich mir jetzt angucke, die Innenminister von CDU und CSU,
wir könnten sie ja hier alle auflisten, die ja immer nach vorne geschoben werden nach dem Motto, das sind noch die konservativen Kämpfer. Nein, das sind sie eben nicht. Die Unionsinnenminister, Hermann in Bayern oder Reul in Nordrhein-Westfalen und eben jener Schuster in Sachsen, die sind es doch gewesen, die die Grenzen offen gelassen haben, die die Zahlen nicht rausgerückt haben. Man hat die Täter massenhaft ins Land gelassen oder hat alles verharmlost. Und ich kann nur sagen, ich mache es nicht schweigend mit, dass sich die Brandstifter von gestern heute als Feuerwehr aufspielen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss doch immer fragen, bei jeder Kriminalstatistik, ja, ist das denn vom Himmel gefallen? Holger Douglas, wir machen ja jetzt hier keinen, wie soll ich sagen, keine Propaganda oder wir übertreiben hier nicht. Die Zahlen liegen alle vor. Seit wenigen Tagen wissen wir aus allen Bundesländern, wo die Mehrheit der Kriminellen, der Schwerkriminellen, der Gewaltkriminellen angesiedelt ist. Wir wissen es inzwischen. Und jetzt sind plötzlich die Minister, die bisher geschwiegen haben, wissen Sie, die stehen ja fast schon rechts von der Pegida. Die stehen ja rechts von der AfD in ihrer Rhetorik. Also was gestern noch rechtsradikale Hetze war, ist heute plötzlich regierungsamtlich. Weil man sagt, jawohl, es ist ja so. Die Zahlen liegen auf dem Tisch und sie können uns nicht täuschen. Nur, also ich sag mal so, ich warte ja bald darauf, dass auch noch die Kriminalstatistik geschwärzt wird, dass dann die Zahlen geschwärzt werden. Wobei ich immer sage, diese Schwärzerei ist purer Rassismus. Also Schwärzen, Schwarz, das darf man doch nicht mehr sagen. Also sind das ja auch noch Rassisten. Deutliche Worte, lieber Peter Hane. So kennen wir und schätzen wir Sie. Sie lassen ja immer mächtig Dampf ab, auch in Ihrem neuen Buch, das ja jetzt schon einen einzigartigen Erfolg darstellt. Auf Anhieb kam es auf Platz 1 aller Bestsellerlisten, wo es schon seit Wochen steht. Aber Ihre Kritiker sind ja auch nicht faul. Stern und Zeit brachten sogar ihre Edelfedern, so wurden die früher jedenfalls genannt, die brachten die also in Stellung gegen Sie. Und die ARD nennt Sie Stammtisch-Michel. Ja, also, lieber Holger Douglas, ich ernenne die alle, die Sie da jetzt zitiert haben, zu Mitarbeitern des Jahres. Denn eine bessere Werbung geht ja gar nicht. Also der Stern, das habe ich ja eben schon gesagt, meinte sogar, ich könnte Wunder tun. Das passt ja bestens zu Ostern, nicht wahr? Wunder tun. Ich sei als alter weißer Mann geboren und die Leute sind ja so blöd, dass sie meine Bücher kaufen. Da kann ich nur sagen, diejenigen, die mich da in Grund und Boden kritisieren, hätten ja selber gerne mal so einen Erfolg. Ich bleibe bei meinem Satz, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Also das muss man erst mal schaffen. Aber ich kann immer nur sagen, die Presseorgane, die mich da niederschreiben wollen, die verlieren ja selbst dramatisch an Auflage. Und ich komme noch mal zu den Charts zurück, wo Sie jetzt so groß rausgekommen sind mit dem Morgenwecker, nicht wahr? Sie haben Platz 14, der Spiegel hat nur noch Platz 13 und ist um 5 Plätze abgestürzt. Das heißt, die verlieren, also meine Hauptkritiker, verlieren. Aber ich kann den Druckereien nur hier zurufen und den Mitarbeitern in der Buchherstellungsindustrie, sie müssen sich keine Gedanken machen über den Absturz der Auflagen der Zeitungen. Dafür wird mein Buch wöchentlich nachgedruckt und ich kompensiere das wieder alles ein bisschen. Also es ist schon für mich interessant, die Leser seien bekloppt. Dabei sind diese Bekloppten inzwischen bereit, meine Bücher im Zehnerpack zu kaufen, weil sie so günstig sind und sie zu verschenken. Also bei aller Liebe, für mich sind das alles Mitarbeiter des Jahres. Ich brauche keine Werbung mehr zu machen. Das machen die. Da haben wir ja noch ein schönes, gutes Bundes-Osterei gefunden. Aber entscheidend sind ja Wahrheit und Hoffnung, wie Sie immer sagen. Und das passt ja wiederum bestens zu Ostern. Wie kann jemand, der nicht so bekannt ist wie Sie, der nicht 10 Millionen Bücher unters Volk streut und nicht am Mikrofon sitzt, wie wir beide jetzt,
Wie und was kann jeder von unseren Hörern dennoch bewirken? Oder anders gefragt, wie kriegen wir Hoffnung und Wahrheit zurück? Ja, also gut, dass Sie das zum Schluss ansprechen, dass das jetzt nicht alles so depressiv und negativ klingt. Denn ich kann immer nur sagen, wir werden mehr und nicht weniger. Das beweisen die Auflagen, das beweisen die Einschaltquoten auch Ihrer Sendung. Wir werden mehr. Das ist schon mal was Positives. Das kann man sich auch mal an Ostern so an die Brust heften und mit Stolz sagen, jawohl, wir sind hier nicht die letzten Mohikaner oder die letzten Fußkranken der Völkerwanderung, sondern wir sind hier die Avantgarde für eine Meinung, die sich wahrscheinlich, und das hoffe ich, in den nächsten Monaten, auch wenn wir die Landtagswahlen haben, einmal durchsetzen wird. Das ist das eine. Das andere, jeder, der uns jetzt zuhört, kann natürlich etwas tun. In seiner Umgebung, in der Familie, am Arbeitsplatz. Einfach nicht den Mund halten. Einfach jetzt mal den Mumm haben, seine Meinung zu sagen und andere auch zu überzeugen von der Wahrheit. Nicht mit Gewalt, das will die Regierung, das will Herr Haldenbank, das will der Verfassungsschutz, uns mit Gewalt irgendwelche Meinungen oktroyieren. Und ich kann nur sagen, gucken Sie sich mal den Artikel an, den Roland Tichy geschrieben hat, auch über mein Buch, aufgehängt an der Leipziger Buchmesse. Da sitzen doch Spitzenpolitiker, die auf Kommando bei der Eröffnung der Buchmesse Schilder hochhalten. Also wie in Nordkorea auf Kommando oder bei Erich Honecker die Fahnen schwenken, wo drauf steht, also jetzt mehr Demokratie. Aber was verstehen die denn unter Demokratie? Doch eine vorgegebene, ideologisch festgezimmerte Regierungsmeinung und nicht die Freiheit. Jeder Einzelne kann da, wo er im Verein, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo er lebt, zur Verbreitung der Wahrheit beitragen. Und es gibt ja auch viele Dinge, wenn ich Eltern bin, dann sollte ich in den Elternbeirat der Schule oder den Elternbeirat des Kindergartens und der Kita gehen. Und das nicht den anderen überlassen. Das sind ja alles Kleinigkeiten, die es gibt. Vor allem sollten wir eins nicht machen, nämlich resignieren. Und das ist das historische Ostern. Die Jünger von Jesus, nachdem Jesus gekreuzigt war, war ja eigentlich alles aus. Sie haben aber die Hoffnung nicht aufgegeben. Und sie sind belohnt worden, dass Jesus plötzlich wieder aufgetaucht ist nach 3 Tagen und auferstanden ist. Das heißt, ich sage jetzt nicht diesen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt oder so, sondern die Hoffnung muss begründet sein. Und sie ist begründet, weil die Wahrheit sich zum Schluss durchsetzt. Lieber Holger Douglas, die Wahrheit hat sich jetzt bei Corona durchgesetzt. Es ist nicht mehr zu leugnen. Die Akten sagen eindeutig, wir sind 4 Jahre lang belogen und betrogen worden. Die Wahrheit setzt sich durch. Ich sage Ihnen auch beim Ukraine-Krieg, es wird sich durchsetzen, was wirklich alles dahinter gestanden hat und heute noch dahinter steht. Und deshalb bin ich ganz gelassen und kann nur sagen, man soll sich am Positiven orientieren. Also Sie können jetzt gelassen in die nächsten Monate gehen, damit Sie von Platz 14 mindestens auf Platz 13 nächstes Mal kommen und der Spiegel hinter Ihnen liegt. Das wäre doch schon mal ein Osterei für nächstes Jahr. Wir schaffen das. Vielen Dank, lieber Peter Hane, für diese fröhliche Ostereiersuche. Und wenn Sie, liebe Hörer, Peter Hane live erleben wollen, dann kommen Sie doch am 15. Juni nach Halle, denn dort feiert Tichys Einblick sein 10-jähriges Bestehen. 10 Jahre also, Tichys Einblick, das muss gebührend gefeiert werden, unter anderem mit einer Rede von Peter Hane. Und wenn Sie ihn vorher lesen wollen, sein neues Buch Ist das euer Ernst gibt es im Buchshop von Tichys Einblick. Unter tichyseinblick.shop können Sie es bestellen. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.